Hallo, willkommen zum Joomla E-Commerce Extensions Talk. Es geht heute um Joomla E-Commerce Extensions, im Speziellen um Joomla Shopping Cart Systeme. Das nur als Einschränkung, weil es gibt ja eine ganze Menge verschiedener E-Commerce Extensions und der Begriff E-Commerce ist ja relativ weit gefasst. Einmal ganz kurz das Obligatorische über mich. Wichtig ist, seit 2004 arbeite ich mit Joomla und Mambo, mache PHP-Entwicklung und zum großen Teil eben auch E-Commerce-Entwicklung. Ein Punkt, den wir ansprechen oder der für uns in Deutschland immer sehr wichtig ist, ist, dass wir sehr hohe Anforderungen in Deutschland, also sehr hohe rechtliche Anforderungen bei Online-Shops haben, was leider die meisten amerikanischen oder ausländischen Programmierer gar nicht wissen oder es sie auch einfach nicht interessiert. Das ist ein Problem, weil diese Anforderungen teilweise recht tief und recht stark in den Ablauf eingreifen, gerade beim Checkout, und dann manchmal schwer zu integrieren sind. Und das, wie gesagt, ist in Deutschland ein großes Problem, wenn man internationale Extensions verwendet. Eine Sache, die das Problem noch verstärkt, ist, dass sich da ja auch gerne mal wieder immer mal wieder was ändert oder irgendeine Abmahnung dazu führt, dass es ein Urteil gibt, was dann irgendwie wieder eine Widerrufsbelehrungspflicht oder mit Telefonnummer oder ohne Telefonnummer oder was auch immer dann mal wieder ein bisschen anders auslegt. Und da muss man eigentlich relativ flexibel sein, um diese Dinge in seinem Shop-System zu integrieren und abbilden zu können. Wenn ich mich für ein Shop-System interessiere oder wenn ich plane, einen Shop zu machen und auch über Joomla nachdenke, aber ganz grundsätzlich für ein Shop-System, ist es eigentlich das Wichtigste, und damit steht und fällt ganz, ganz viel, sich erstmal im Klaren zu sein, was man eigentlich braucht, was man eigentlich machen möchte, womit man sich abheben möchte und wo ich eigentlich wirklich meine Prioritäten setze. Sicherlich kennt jeder seine eigene Branche, die er bearbeiten möchte oder in der er sich befindet, wie da die Produktanforderungen und so weiter sind. Aber selbst das, ich habe es ja oft erlebt, ein normaler Ladeninhaber oder jemand, der in seiner Branche seit Jahren arbeitet, für den ist es völlig normal, dass Produkte eben, keine Ahnung, 35 Felder haben, die irgendwelche Daten beinhalten, die aber in einem normalen Shop-System gar nicht drin sind. Aber für ihn ist es einfach völlig normal und er geht davon aus, dass jeder das braucht. So wie das eben jeder von seinen Dingen denkt, mit denen er täglich arbeitet, dass das völlig normal ist. Das ist eben oftmals nicht normal. Also diese ganzen Dinge sollte man wirklich vorher, bevor man überhaupt anfängt zu suchen, zu gucken, was ist eigentlich das Richtige, genauestens niederschreiben als Checkliste und sich auch priorisieren. Weil es gibt Dinge, wo man sagt, okay, nice to have, aber es gibt eben auch Dinge, ohne die kann ich nicht. Wenn ich Lieferanten habe, die mir Preise nicht mehr irgendwie als Listen oder sowas zur Verfügung geben, sondern nur noch als Webservice, dann muss ich ein Shop-System haben, wo ich die Möglichkeit habe, einen Webservice einlesen zu können und eine Preisschläge darüber machen zu können. Das sind also alles Dinge, die ich wirklich vorher machen muss. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum überhaupt Joomla als Basis für ein E-Commerce-System? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr berechtigte Frage, weil Joomla ist ein CMS, und warum soll ich mein E-Commerce-System mit dem ganzen Geraffel vom CMS belasten und so weiter? Das bringt ja eigentlich gar nichts. Das hängt immer vom Anwendungsfall ab. Wenn ich ein reines Shop-System habe, wo ich ganz hohe Anforderungen an Shop-Performance, an Shop-Funktionalität habe, dann macht es natürlich Sinn, sich ein Shop-System auch gerne standalone zu nehmen, was genau diese Dinge abbildet. So, dann macht es keinen Sinn, da in Joomla 35.000 Kompromisse einzugehen, um eben nur Joomla zu nutzen. Aber trotzdem, gerade im kleineren Bereich oder bei kleineren Shops, macht es durchaus Sinn, sich das zu überlegen, weil vielleicht hat man schon eine Joomla-Seite, kennt sich damit aus, findet die Oberfläche okay, ist vielleicht auch auf andere Applikationen oder andere Extensions angewiesen, eine Forum-Komponente, einen Terminplaner, was auch immer, was man in Joomla ja bekommt, was es in Joomla gibt und ich mit integrieren kann,
wo ich, wenn ich ein Standalone-Shop-System habe, eben Probleme hätte, solche Sachen zu integrieren. Die haben zwar heutzutage alle schon Mini-CMS sozusagen mit dabei, oder wenn man es nicht CMS nennen will, aber man kann mit den meisten Shop-Systemen rudimentär Content verwalten. Das heißt, ich brauche die CMS-Funktionalität nicht unbedingt von Joomla, aber es ist natürlich schön, wenn ich weiß, ich habe die Flexibilität, mir beliebige Extensions noch dazu zu packen, um meinen Internetauftritt, in den mein Shop ja auch integriert ist, interessanter für den Kunden zu machen. Es geht ja auch immer darum, wie hebe ich mich von meinen Mitbewerbern ab, und da ist das ist eigentlich, denke ich mal, eins der Hauptargumente, das Ganze in Joomla zu machen. Gut, wenn man sich in der Community befindet und wohlfühlt, dann denkt man natürlich sowieso auch immer an sein System zuerst, an Joomla zuerst. Und gut, es gibt für Joomla natürlich viele Agenturen, viele Entwickler, was nicht unbedingt heißt, dass die alle sich damit auskennen mit E-Commerce, sowas entwickeln können. Aber trotzdem, wenn mal irgendwas brennt oder der Shop steht oder das System nicht läuft, dann findet man doch vielleicht eher schneller mal jemanden, der einem da weiterhelfen kann, als wenn ich jetzt ein ganz spezialisiertes System habe. Der erste Anlaufpunkt für die meisten, die sich um Shop-Systeme oder für Joomla Extensions im Allgemeinen, aber eben auch für E-Commerce-Systeme eben interessieren, ist natürlich das Joomla Extensions Directory. Da hat sich, wenn man jetzt da reingeht, es gibt eine eigene Kategorie E-Commerce, da sind inzwischen über 30 Extensions gelistet. Vor einigen Jahren war die Welt noch einfacher, da gab es nur Schwarz und Weiß, da gab es nämlich nur Online-Shop oder kein Online-Shop und es gab nur Virtuomart. Wie gesagt, da war die Welt noch ein bisschen einfacher. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Wie gesagt, über 30 reine Shopping-Cart-Extensions, die im Joomla Extension Directory gelistet sind. Und die könnten teilweise nicht unterschiedlicher sein. Da kann man sich sozusagen den ersten Überblick verschaffen. Jetzt habe ich ein Problem. Ich hatte den hehren Anspruch, ja? Nein, also ein E-Commerce-Shop ist ja in der Regel eine Shopping-Cart-Erweiterung. Aber ich meine, also wenn ich E-Commerce sage, dann heißt das eigentlich alles, was elektronische Commerce sozusagen, also womit ich irgendwie Geld verdiene. Das heißt, es kann eine Makler-Software sein, wo ich meine Wohnung mit vermiete. Das kann ein Anzeigenmarktplatz sein, was auch immer. Egal was, womit ich was vermiete. Und wenn ich über eine Formularkomponente Tickets verkaufe oder was auch immer. Deswegen die Einschränkung hier auf echt Shopping-Cards. Also ich lege Produkte an, ich stelle Produkte auf meiner Seite dar, ich verkaufe Produkte, ich habe einen Checkout, ich habe eine Lieferung und so weiter. Ja, ich komme nochmal zurück zu meiner Einschränkung oder zu meinem Problem, was ich hatte. Ich hatte nämlich den vor 3 Wochen, als ich dann irgendwann dachte, okay, jetzt musst du ja mal anfangen, dich für den Joomla Day dann vorzubereiten, hatte ich dann den hehren Anspruch, mir alle Systeme zu installieren, zu gucken, was ist toll und was ist nicht so toll. Dabei ist es dann auch geblieben. Nein, also ich habe es tatsächlich versucht, aber also es scheiterte an zwei Punkten. Zum einen natürlich die Zeit, also das ist, das war mir auch vorher klar, dass ich nicht eine Viertelstunde nehmen kann, mal eben draufpacken, sieht gut aus und ein paar Produkte anlegen. Also in der Viertelstunde ist es da eben nicht getan, damit wird man dem System auch nicht gerecht. Das zweite ist, dass ein Großteil der Extensions natürlich kostenpflichtig ist. Und ich habe zwar einige Lizenzen und kenne die, aber das Problem ist, die kenne ich ja dann sowieso, die Systeme. Von den anderen, wo ich dann mal freundlich eine E-Mail hingeschrieben habe, auch mit Link auf das Programm und so, also vom Joomla Day und gesagt habe, ich mache da was, könnt ihr mir irgendwie, was soll ich, ein Paket geben, ich verwende es nicht weiter, kamen eben sehr zurückhaltende Antworten, kann ich auch verstehen. Wir sehen es ja auch beim Joomla Day, was da für Anfragen kommen, wie man umsonst an Tickets kommen will oder so. Also das war nicht so einfach, weil die sagten, ja, wir können den Demo-Zugang geben. Ich sage, ja, das hilft mir nur begrenzt, weil ich möchte eben auch wissen, ne, wie ist das programmiert, wie lässt sich das installieren und so weiter und so fort. Gut, das war, wie gesagt, schwieriger als gedacht und so kann ich diesen hehren Anspruch, also wirklich in Tiefe
jetzt genau über alle Extensions Auskunft zu geben, nicht so ganz erfüllen. Dazu sind es auch einfach zu viele und ja, das ist jetzt einfach mal der große, grobe Überblick über die nennenswerten Shopping-Cart-Systeme, die es gibt in Joomla. Es gibt noch zwei, drei nebenher und es gibt auch, komme ich auch nachher noch drauf zu sprechen, auch noch andere Lösungen, wie man andere Systeme anbinden kann. Aber das ist das, was native in Joomla läuft. Auch da gibt es extreme Unterschiede. Also wenn ich mir zum Beispiel ein Simple Caddy oder ein Rock Quick Card nehme und dagegen ein Hika, Mijo oder Virtumart oder ein Redshop packe, dann sind das Welten. Simple Caddy und Rock Quick Card sind ganz kleine Extensions, die, wie gesagt, wenn man zwei, drei Produkte hat oder sowas, die man verkaufen will, die dann Sinn machen, aber leider eben nicht in Deutschland, weil die sind dann wieder auch nicht so flexibel, dass man solche Sachen konfigurieren kann. Was nicht heißt, dass man es nicht hinkriegt, weil gerade die beiden Programme sind jetzt zum Beispiel einigermaßen ordentlich programmiert. Das heißt, man kommt mit Overrides, mit Plugins und so weiter, kommt man dahin. Das ist sowieso einer der Punkte. Man wird nicht umhin kommen, bei Online-Shop-Systemen genau diese Techniken zu nutzen, weil es einfach, wie gesagt, im Standard so gut wie nicht vorkommt, dass die deutschen Anforderungen abgedeckt werden. Da hat Virtumart einen kleinen Vorteil, weil die Entwicklung eben in Deutschland stattfindet und die Entwickler einfach wissen, dass das ein Problem ist. Das heißt, da hat Virtumart tatsächlich die Nase vorn. Obwohl man eben auch sagen muss, dass bestimmte Anforderungen, also ich möchte jetzt hier kein Bashing von irgendwelchen Extensions betreiben oder so, aber es gibt durchaus Gründe, warum man vielleicht sagen sollte, Virtumart ist nicht das Richtige für mich. Es mag durchaus sinnvoll sein, bei Mijo Shop zum Beispiel eine kostenpflichtige Extension zu kaufen, die dann für 59 Euro die rechtlichen Dinge abbildet, die man in Deutschland braucht. Oder eben in Hika Shop selber ein bisschen Hand anlegt, weil eben tatsächlich die Oberfläche, die Funktionen einem besser liegen. Zum Thema Kosten, weil ich jetzt eben schon gesagt habe, kostenpflichtige Extension. Es ist so, auch wenn bei Virtumart zum Beispiel auf der Seite steht, Free E-Commerce Extension und auch andere teilweise kostenlos runterladbar sind, eigentlich kann man sagen, es gibt keine kostenlose E-Commerce Extension. Weil natürlich kann man mit der Free-Version von den angebotenen Extensions schon einiges machen. Aber trotzdem, also selbst mit Virtumart, der in der Basisversion schon sehr umfangreich ist, braucht man in der Regel 2, 3, 4 Plugins oder Extensions, die dann kostenpflichtig sind. Das heißt also, man kommt, sag ich mal, auch bei kleineren oder mittleren Projekten in der Regel so auf einen Lizenzkostenaufwand von zwischen, würde ich mal schätzen, so 200 bis 400 Euro. Drunter ist schwierig. Es sei denn, man macht einiges oder vieles dann selber. Aber gut, wenn man seinen Stundensatz dann rechnet oder die Stunden, die man aufwendet, dann sind die 200 bis 400 Euro, denke ich mal, nicht das große Problem. Hingegen Mijo Shop zum Beispiel, der kostet von Anfang an 250 Euro. Da sind dann aber viele Sachen drin schon abgedeckt, die man bei anderen dann teilweise über Extensions zukaufen muss. Das ist auch keine Kritik, die ich jetzt äußere, dass das eben in erster oder zweiter Linie kostenpflichtig ist, weil es ist extrem aufwendig, eine E-Commerce-Extension zu programmieren und zu pflegen. Wir hatten vor ein paar Jahren mal den Ansatz, der eine oder andere mag das vielleicht kennen, das Programm Tienda von der amerikanischen Firma Dioscuri. Die hatten dann auch tatsächlich das war zu der Zeit, als es hauptsächlich nur Virtumart gab, die haben dann gesagt, so, jetzt zeigen wir der Welt mal, wie man richtig E-Commerce in Joomla macht. Waren auch ganz tolle Ansätze und bis zur Alpha, die dann halbwegs noch eine Beta geworden ist, sah das auch alles ganz toll aus, aber dann war es vorbei. Also ich kenne den Raphael ganz gut, dem die Firma da gehört. Die haben es einfach komplett
unterschätzt, wie aufwendig eine E-Commerce-Extension ist. Das ist nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Extension, die man so im Joomla kennt. Natürlich ist Kunina auch ein großes System und als Forum und aufwendig, aber bei E-Commerce gibt es eben noch ganz, 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 ganz viele Punkte, die auch nicht diskutabel dann sind einfach, ne, die einfach sein müssen. Und deswegen ist es durchaus gerechtfertigt, dass diese Extensions irgendwoher ihre Entwicklung bezahlen müssen. Zumal man ja auch sagen muss, wenn ich einen Online-Shop mache, dann habe ich ja auch irgendwie in aller Regel eine gewisse Gewinnerzielungsabsicht und will auch Geld damit verdienen. Also ist das ja durchaus berechtigt. So, was die deutschen Gesetze oder Anforderungen betrifft, ist es so, dass die großen Systeme eigentlich, dass es da schon überall Lösungen für gibt. Wie gesagt, mehr oder weniger kostenpflichtig, mehr oder weniger Handarbeit, aber es gibt für die großen Systeme Lösungen. Das heißt, ich kann die über Plugins installieren, ich kann mir Templates installieren, in denen das vorgesehen ist. Und das erleichtert natürlich die Arbeit sehr, obwohl natürlich auch da immer der Teufel im Detail liegt. Das heißt, ich habe bestimmte Anforderungen an meinen Checkout, ich habe ein anderes Plugin, was ich im Checkout brauche, weil ich, keine Ahnung, Quadratmeter berechnen muss oder irgendwelche Legierungszuschläge steuern, was auch immer ich machen muss, und dann knallt es wieder mit diesem Plugin, was jetzt aber im Warenkorb da steht und die rechtlichen Anforderungen erfüllen soll. Das sind tatsächlich Probleme, die wirklich, immer wieder und auch in großen und professionelleren Systemen eben auftreten. Und wenn ich von den größeren, professionelleren Systemen spreche, dann ist meistens HikaShop, MijoShop, VirtualMart, RedShop. RedShop hat so eine gewisse, ich will nicht sagen, Zwischenstellung. Das ist ein großes Shop-System, hat sehr viele Funktionen, wird gut gepflegt von einer dänischen Firma, von dem Ronny, von dem eben in der Keynote die Rede war, dessen Firma ist das. Aber RedShop hat relativ geringe Community-Unterstützung, muss man sagen. Also das ist, findet in der Community relativ wenig statt. So. Und bei RedShop muss man noch dazu sagen, da liegt manchmal so ein bisschen in der Einfachheit eben auch der Vorteil. Also die bieten zwar da eine große Menge an Extensions an, die auch alle ganz toll heißen und ganz groß, ganz auf den ersten Blick denkt man, boah, was die alles können. Aber die Extensions sind dann teilweise relativ einfach, haben einen Zweck, eine Funktion. Eben, wie gesagt, das meine ich ja. In der Einfachheit liegt dann ja auch manchmal der Vorteil. Das heißt, ich habe nicht irgendwelche eierlegende Wollmilchsäue, die dann doch alles irgendwie versuchen, aber nicht richtig machen. Und ich kann verstehen, was da passiert. Und ich kann es auch erweitern, ändern, wenn ich gerne möchte. Also von daher, das ist so ein bisschen so der kleine Sonderfall, weil das eben tatsächlich ein professionell gepflegtes System ist mit relativ wenig Community-Unterstützung. Man sieht es auch im Extension Directory, obwohl es eben sehr lange schon am Markt ist, gibt es eigentlich, ja, ich glaube, in dem aktuellen Extension Directory ist nur eine Bewertung drin. Also von daher ist das, wie gesagt, so ein kleiner Sonderfall. Obwohl es, wie gesagt, kein schlechtes System ist. Und die sind auch sehr hilfsbereit bei Red Component. Also von daher ist das nicht unbedingt ein Nachteil. Aber wenn man so von der Community-Unterstützung schaut, dann ist das eben ein bisschen anders. MijoShop ist auch noch eine kleine Sonderrolle. MijoShop integriert OpenCart. Das ist ein Open-Source Standalone-Shopping-Card-System, was sehr weit verbreitet ist, für das es dann auch wiederum extrem viele Extensions gibt. Also es gibt ein eigenes OpenCart Extensions Directory, wo es auch alles Mögliche gibt. Und wie gesagt, bietet eigentlich ja auch fast alles, was man möchte. Versandunternehmen und Zahlungsarten noch und nöcher, von den allgemeinen bis hin zu ganz speziellen, auch die ab 18 Zahlungsarten findet man da alle. Also das ist, wie gesagt,
auch noch so ein Sonderfall, aber man, es gibt einen Unterschied zwischen der MeToShop-Integration von OpenCard jetzt zum Beispiel im Vergleich zu anderen Dingen, wenn wie gesagt, kommen wir nachher noch drauf, die sogenannten Bridges, wo externe Systeme quasi angebunden werden an Joomla. MeToShop macht da eigentlich einen sehr guten Job, was diese Integration betrifft. Also man merkt nicht, wenn man in der Joomla-Administration ist, dass man mit einem Fremdsystem sozusagen, also mit einem komplett anderen System arbeitet. Für den Shop-Builder sozusagen, für den Entwickler oder für denjenigen, der den Shop aufbaut, ist es natürlich ein bisschen anders, weil er nicht mit dem ganz normalen, gewohnten Joomla-MVC arbeitet. Also sprich, ich komme irgendwann mal in meinem View-Verzeichnis an und da liegen dann die ganzen Templates, sondern er muss zum großen Teil in den OpenCard-Templates arbeiten. Das ist, was aus Entwicklersicht, der hauptsächlich das Joomla-Framework natürlich dann gewöhnt ist, ist eine Umstellung. Das muss man eben bedenken. Das heißt, man braucht da wiederum eine gewisse Einarbeitungszeit. ja, Virtuomat haben wir eben schon ein paar Mal angesprochen. Virtuomat ist ein bisschen der Dinosaurier. Der ist vor einigen Jahren neu aufgesetzt worden, also quasi alles auf Null und neu programmiert worden. Das Programmierteam ist nicht schlecht, aber man muss auch so ein bisschen mit denen umgehen können. Also ich kann es nicht. Und das ist ja auch ein bisschen speziell. Die haben sehr spezielle Ansichten und ziehen das auch so durch. Das kann auch von Vorteil sein, weil sie ihre Linie haben, aber Virtuomat ist einfach ja, ein großer Brocken. Und das muss man eben wissen. Es ist inzwischen sehr also standardkonform programmiert. Also das heißt MVC, ich kann Overrides machen, ich habe meine Models, ich habe alles sauber und ordentlich programmiert, aber trotzdem sind einzelne Blöcke noch sehr monolithisch, also sehr, sehr, sehr groß. Also ich komme sehr schwer zum Beispiel an die Preisfindung ran. Das ist immer ein Punkt für mich, wo ich sage, Preisfindung muss offen sein. Als Entwickler kann ich nicht sagen, die Preise haben so auszusehen, weil morgen kommt ein Kunde und sagt, bei mir sieht es aber anders aus. So, und das ist eben so ein bisschen das Problem. Das haben viele andere auch. Bei vielen spielt es nicht so eine große Rolle. Also wenn ich zum Beispiel mal irgendeinen rausgreife, hier Digistore zum Beispiel, die machen, das ist ein reiner Shop für Downloads oder elektronischen Verkauf sozusagen, die da ja, einen guten Job machen, die sich da eben auch darauf spezialisiert haben. Da spielen eben solche Sachen, wie was ich eben mal angesprochen habe, wie Legierungszuschläge oder sowas, spielen da einfach keine Rolle. Da habe ich einen Preis für einen Download, da habe ich dann vielleicht noch ein paar unterschiedliche Preiskategorien oder Subscription-Kategorien oder was auch immer. Da brauche ich nicht so die großen Anforderungen. Aber wenn ich so einen Shop wie Virtuomat habe, wo ich alle Branchen irgendwie mit bedienen möchte, dann habe ich eben so ein Problem. Und ich kenne diese ganzen Sachen leider, wie gesagt, weil das sind dann die Fragen, die an mich eben kommen. Wie kriege ich denn so einen Legierungszuschlag oder wie kriege ich meinen, keine Ahnung, was weiß ich was Zuschlag oder ich habe Produkte wie einen Fahnenmast, aber ich habe auch die Flagge dazu. Die Flagge kann ich per DPD verschicken, aber den Fahnenmast nicht und solche Geschichten. Wie kriege ich solche Sachen hin, dass da der Versand korrekt berechnet wird, weil ich darf in Deutschland nicht sagen, Versand auf Anfrage. Wenn ich das mache im Online-Shop, dann muss ich ihm das auch sagen, was es kostet. So, und wenn ich auch gerne möchte, dass das online bezahlt, brauche ich den Preis sowieso vorher, das ist klar. Und von daher sind diese ganzen Dinge eben wichtig. Und nochmal zurückzukommen auf die Anforderungen, die man sich selber ja stellen muss oder die man sich selber zusammensammeln muss. Dadurch kann man eben schon im Vorfeld relativ viele Probleme ausschalten, weil wenn ich jetzt nur sage, Virtuomat habe ich schon mal gehört, MeToShop hat der Typ mir auch gerade erzählt, sieht ganz gut aus, dann gucke ich mir die mal an und wird schon das Richtige bei sein. So, aber es gibt vielleicht irgendwie eine kleine tolle Lösung, wie zum Beispiel für digitale oder Downloadverkäufe, die einfach viel besser ist, wo ich nicht diesen riesengroßen Aufwand, diesen riesengroßen Overhead von den anderen Systemen mitschleppe und mich damit selber, mir damit selber das Leben schwer mache. Auch von der Darstellung der Geschichte, der Darstellung der Produkte gibt es natürlich Unterschiede von bis. Auch da habe ich natürlich wieder als Shopbetreiber ganz unterschiedliche Anforderungen.
wenn ich Ersatzteile verkaufe, dann muss ich nicht irgendwie Blinky, Clicky, Bunti und Video und was weiß ich was irgendwie unbedingt vielleicht haben, weil da hat der Benutzer, der in meinen Shop kommt, hat eine Artikelnummer, sagt, oder ich habe eine Modellnummer und brauche dafür ein Ersatzteil, hat es gefunden und bestellt es, aber wenn ich irgendwie Sachen präsentieren muss, dann möchte ich dann doch schon gerne Videos oder unterschiedliche, für unterschiedliche Kategorien, unterschiedliche Darstellungen. Ich möchte vielleicht Chat-Systeme mit einbinden, um Leute direkt ansprechen zu können über die Internetseite und sowas. Und da kommt es natürlich dann darauf an, dass ich bei der Template-Erstellung, also bei der View-Erstellung des Systems, so flexibel wie möglich bin. Und natürlich hilft es mir da, wenn ich da irgendwie auf Joomla-Technik zurückgreifen kann, also sprich ein Override nehmen kann, wo ich sagen kann, okay, gefällt mir alles gut im Shop, aber die Produktkategorie 4711, das ist hier mein neues Produkt, das muss ich der Welt mit Videos und Interviews und bla bla vorstellen, dann möchte ich dafür gerne ein Override machen können. Und wenn ich ein Override machen kann, ist es standardkonform, bleibe ich updatefähig und kann es eben auch jederzeit an- und ausschalten und verändern. So, das ist inzwischen bei fast allen Systemen durchgängig möglich. Es gibt immer kleine Einschränkungen, weil dann im Programm manchmal ganze Blöcke vom PHP-Code gerendert werden. Also beliebtes Beispiel ist der Add-to-Cart-Button. Da wird dann in der Regel, also der Kaufen-Button, und da wird dann in der Regel vom Programmcode der ganze HTML-Block sozusagen ausgegeben an das Template, weil natürlich hinter diesem Add-to-Cart-Button eine Menge Logik steckt. Aber es ist natürlich das Problem, wenn ich da ran möchte, wenn ich da irgendwelche Bedingungen noch anfügen möchte oder bestimmte Aktionen anfügen möchte oder was weiß ich was, oder keine Ahnung, JavaScript-Feuerwerk auf der Seite abfeuern möchte, wenn ich da drauf klicke, was auch immer. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Dann habe ich da zum Beispiel ein Problem. Und das kann man auch nur wirklich durch genaues Angucken dieser Extension rausfinden, was ja auch gestern in dem Gute-Schlechte-Extension-Vortrag war. Also man muss sich die Sachen dann wirklich genau angucken. Damit ihr nicht vor dem gleichen Problem steht wie ich, eben, dass man sagen muss, okay, 30 Extensions, da kann ich mir jetzt erstmal 2 Wochen Urlaub nehmen, bis ich das alles durchgeguckt habe, sind diese Anforderungen natürlich wichtig, dass ich filtern kann, damit ich sagen kann, okay, was brauche ich eigentlich wirklich? Dann ist es so, dass einige Shopping Cart Extensions, was ich eigentlich ganz sympathisch finde, den Joomla-Content als Produktdarstellung nehmen. Das heißt, die erweitern den Joomla-Content im Prinzip um Kaufen- und Checkout-Funktionen. Das heißt, ich leg ganz normal einen Joomla-Beitrag an, sage, das ist jetzt mein Joomla-Day-Hoodie oder keine Ahnung was, oder meine Tasse, und habe alle Möglichkeiten, alle Plugins, die ich auch für den normalen Joomla-Content zur Verfügung habe. Ich kann Module in Content packen, was auch immer. Also die ganzen Dinge stehen mir da ganz normal zur Verfügung, wie ich es auch in Joomla habe. Und über die Funktionalität des Shops habe ich dann auch, wie man es von Plugins kennt, so einen Platzhalter, Add-to-Cart-Button. Und dann übernimmt er, sobald ich auf den Kaufen-Button klicke, übernimmt er und geht dann zum Checkout und so weiter und so fort. Meinst du J2Store oder gibt es da noch andere? Es gibt nur andere. Ja, aber J2Store ist natürlich der bekannteste da, den das betrifft. Jetzt habe ich die Faden verloren. Einen Schritt weiter gehen die ich jetzt hier nicht aufgelistet habe, weil die auch in aller Regel noch halbwegs Beta sind, aber was ich auch einen ganz, ganz netten Ansatz finde, sind die CCK-Extensions. Das heißt, also Seeblot zum Beispiel arbeitet daran, Sobi arbeitet daran. Ich glaube, Sobi hat, also Radek hat mir gesagt, dass es jetzt funktioniert. Seeblot sagt auch, es ist Beta, sie benutzen es ja auch auf ihrer eigenen Seite. Das heißt, ich erweitere mein CCK um Shopping-Cart-Funktionen. Also im Prinzip das gleiche wie bei Joomla-Content. Ich erweitere das Vorhandene um Shopping-Cart-Funktionen. CCK hat eben noch den großen Vorteil, dass ich eigentlich komplett frei bin, was ich mir für Produktfelder und Informationen und was weiß ich was anlege. Das heißt, ich kann für jedes Produkt beliebige Feldtypen anlegen, beliebige Workflows auch anlegen, was bei Seeblot zum Beispiel ganz, ganz gut funktioniert.
dass ich Formularfelder habe, die ich in die Produktdarstellung oder in den Checkout mit übernehmen kann. Das ist eine Sache, die ich eigentlich ganz interessant finde, die aber, muss man ehrlich sein, nicht für Shops mit 1000 Produkten taugt. Also da muss man wirklich sagen, auch diese Joomla-Content-Geschichten taugen natürlich nur für geringen Produktumfang. Wenn ich Shops mit mehreren 100 oder 1000 Produkten habe, gut, das weiß jeder, der schon mal Datenpflege gemacht hat, dann brauche ich irgendwelche Techniken, irgendwelche Hilfsmittel, um die Shop-Daten leicht und verlässlich und schnell zu pflegen. Und wenn ich dann nur im Volltext eines Joomla-Contents rumhantieren kann, dann kann ich einfach nicht mal eben sagen, was soll ich, setze mal meine Preise um 2,5% hoch. Oder keine Ahnung, was solche Geschichten sind dann ein bisschen schwieriger. Und dafür braucht man dann schon datenbankgestützt, also Produktlisten. Ja, es gibt ein paar ganz interessante Entwicklungen, zum Beispiel das Pargo ist ein relativ neues System. Ich habe während der Beta-Phase mir das einmal angucken dürfen. Die machen auch eine ganze Menge Sachen richtig. Die, wie gesagt, haben relativ spät jetzt angefangen, haben auch eine relativ lange Entwicklungszeit hinter sich. Ist noch nicht so sehr verbreitet. Da muss man auch, was die deutsche Anbindung wieder betrifft, relativ viel per Hand machen. Aber wie gesagt, das ist immer so eine Sache. Ein Shop-Projekt ist kein, ich lade mir mal mein Modul irgendwie auf die Seite, sondern das ist einfach ein Shop-Projekt, ist ein Projekt, was in der Regel über mehrere Monate geht, in der Regel viel Vorbereitung braucht, in der Regel viel Trial and Error hat. Das heißt, dass, sag ich mal, die 5, 6, 7 Stunden, die man Aufwand hat, auch wenn es ein externer Programmierer macht, um bestimmte Widerrufsbelehrungen in Checkout einzubinden oder bestimmte Texte eben oder anzuzeigen oder jetzt eben, vor dem endgültigen Abschließen der Bestellung nochmal alles aufzulisten und solche Geschichten, was wir in Deutschland machen müssen, dass dieser einzelne Punkt eigentlich in dem Gesamtprojekt eines Shop-Projektes meines Erachtens eher eine untergeordnete Rolle spielt. Da sind andere Dinge, die deutlich mehr Kosten verursachen. Ja, die andere Seite, wenn ich nicht Joomla nehmen möchte oder nicht in Joomla das finde, was ich brauche. Es gibt natürlich die großen bekannten Shop-Systeme, auch in Deutschland erstellte Shop-Systeme. Also Oxid ist ein deutsches System, was sehr bekannt ist. PrestaShop ist ein französisches System, ja, meine ich. Was aber auch, also was mir von den Standalones eigentlich fast am besten gefällt. Also gut, Shopware hat jetzt auch nochmal Gas gegeben, richtig. Die haben jetzt eine neue Version, die auch ganz toll ist. Aber PrestaShop hat den Vorteil, es ist eben auch von der Basis her kostenlos. Also man kann es erstmal auch einfach so ausprobieren und die verdienen dann auch über Extensions ihr Geld. OpenCart, war eben schon angesprochen, also das, was in MijoShop läuft, gibt es natürlich auch Standalone. Ist auch eine weit verbreitete Geschichte. Aber gut, wenn ich es in Mijo habe, dann vielleicht gibt es irgendwelche anderen Argumente, das dann Standalone zu haben. Shopware habe ich eben schon angesprochen, die geben im Moment sehr viel Gas, machen auch tolle Sachen, auch gerade was so Multimedia-Einbindung in Shops betrifft, sind die relativ weit vorne. Die haben auch eine freie Version, aber ja, wie das mit freien Versionen so ist, das ist meistens dann zum Schnuppern und da sind die Lizenzkosten doch tatsächlich schon nennenswert, wenn man da dann die größere Version haben möchte. Gut, und Magento kennt, denke ich, jeder, das ist dann auch der große Klops, den man nutzen kann. Viele denken immer, Magento ist so groß und kann alles. Das ist natürlich auch nicht ganz wahr. In Magento kann man vieles machen. So, das heißt nicht, dass es das kann, aber man kann vieles machen eben. Also man kann, wie bei Virtuomart auch früher, man kann alles irgendwie anbinden, man kann alles irgendwie programmieren, man kann alles irgendwie über Templates lösen. Aber es ist natürlich auch ein Klops, was sich auch in Serveranforderungen und so weiter widerspiegelt und auch in Entwicklungskosten. Also
gibt so nette Statistiken, wenn man sich so ein bisschen mit E-Commerce beschäftigt, was so die durchschnittlichen Projektkosten in den verschiedenen Bereichen sind. Und da ist Magento irgendwo hier, während so die anderen, gut, die meisten kleinen Systeme hier werden natürlich dann nicht gelistet. Also wenn man Glück hat, ist Virtual mal in so einer Liste mit dabei. Aber auch wenn man so Presta oder OpenCard-Systeme nimmt, die liegen natürlich von den Entwicklungskosten oder den Integrationskosten deutlich niedriger als Magento. Wie gesagt, was nicht unbedingt immer gegen Magento sprechen soll, wenn man einen passenden Kunden hat, macht das natürlich auch Spaß, mit einem großen Budget da tolle Sachen zu machen. Obwohl eben auch da nicht alles Gold ist, was glänzt. Also ich kenne relativ viele Magento-Entwickler, die auch fluchen und sagen, uns wird seit 2,5 Jahren zugesagt, dass das und das und das endlich mal funktionieren sollte. Jetzt ist es wieder verkauft worden, habe ich gar nicht mitbekommen. Also eBay hatte ja Magento gekauft, jetzt ist es verkauft worden. Hatte ich gar nicht mitgekriegt, erst gestern erfahren. Und ja, wie gesagt, das ist auch alles nicht unbedingt Gold, was glänzt, nur weil irgendwelche Chefs mal den Namen gehört haben und gesehen haben, dass ihre, keine Ahnung, Gant oder wer auch immer da, wo sie ihre Klamotten dann gerne mal kaufen, dass die Magento benutzen. Das ist, wie gesagt, aber das ist dann ja ein Teil der Beratung, die man eben auch dann an Überzeugungsarbeit leisten muss. Was haben wir? Ja? Oder überhaupt Schnittstellen, Shipping APIs schon drin haben. Achso, stimmt. Das war das, wo du mich eben die ganz entscheidenden Payment- und Shipping-Anbindungen, das ist ja ein ganz integraler, ganz zentraler Teil natürlich von E-Commerce-Systemen. Ich sag's mal ganz platt, je größer und je weiter verbreitet das System ist, desto mehr Anbindungen gibt es in der Regel. Aber so die 0815 oder die Standardsachen, wie PayPal, mal auch Moneybookers, also irgendwie kriegt man Kreditkarten und PayPal in jedes Shopping-Card-System rein, weil das sind so die Standardsachen. So, wenn ich jetzt aber, was ich über 18 Content habe und was ich bei PayPal nicht abgerechnet kriege oder so, dann brauche ich wieder spezielle Anbieter. Die sind dann nicht drin oder oftmals nicht drin, was aber jetzt auch nicht so der Schuss ins Knie ist, weil die meisten haben eine Plugin-Schnittstelle für diese Payment-Geschichten, dass das also nicht so schwer ist, eine Payment-Schnittstelle dann nachzuprogrammieren, weil die meisten Payment-Anbieter haben Beispielcode in PHP, den ich relativ gut einbinden kann. Shipping ist eine deutlich schwierigere Geschichte als Payment, weil da noch eine ganze Menge anderer Informationen und Faktoren eine Rolle spielen. Welche Verträge habe ich mit DPD, welche Verträge habe ich mit dem, bis zu welchen Dimensionen darf ich, bis zu welchem Gewicht darf ich, habe ich einen Inselzuschlag, habe ich was auch immer, diese ganzen Dinge, die da allein schon in Deutschland mit reinkommen und international ja noch anders, das ist ein bisschen schwieriger, aber ja, auch da muss man gucken, je größer, desto eher hat man die Chance, dass es da was gibt. Ist tatsächlich eben, muss man gucken, wie da die eigenen Anforderungen sind. Wie gesagt, liefert man über einen Standard-Versandkostensatz oder habe ich tatsächlich Dinge, wo ich eine Spedition abrechnen muss und einfach die Versandkosten dann ein nennenswerter Teil sind. Wenn ich, Standard 4,90 Euro und ab 150 Euro frei, dann habe ich kein großes Problem. Das können sie alle irgendwie. Wenn ich aber sage, ich habe hier eine Spedition, die kostet mich Standardsatz, wenn er überhaupt erstmal kommt, 250 Euro und dann pro 100 Kilo nochmal irgendwas drauf, dann muss ich natürlich wieder Anpassungen machen. Was relativ gut ist, funktioniert, ist neuerdings, weil das eigentlich alle größeren Paketdienstleister bieten, ist diese Sendungsverfolgung, dass man so eine URL zurückbekommt, die man dann dem Kunden netterweise schicken kann per E-Mail, wo er dann irgendwie klicken kann und sagen kann, irgendwie, mein Paket befindet sich gerade 3 Straßen entfernt von mir oder so. Was die echte Nachverfolgung jetzt businessmäßig sozusagen betrifft, das finde ich auch sehr schade. Das gibt es eigentlich selten. Es gibt Extensions, die solche Sachen dann können, die auch meistens dann auch irgendwo aus irgendeinem Kundenauftrag dann irgendwo mal entstanden sind. Was weiß ich, ich möchte
10 Tage, nachdem ein Kunde ein Produkt aus dieser Kategorie gekauft hat, möchte ich ihm eine E-Mail schicken oder was weiß ich, oder irgendwelche Informationen schicken. Solche Sachen gibt es, gerade was so Marketing betrifft, gibt es häufiger mal. Aber jetzt echte Workflows, dass ich, keine Ahnung, Servicegeschichten anschmeiße oder sowas, oder ja, dass irgendwelche Wartungszeiträume anfangen zu laufen und so, das sind in aller Regel Spezialanforderungen, die dazu programmiert werden müssen. Was es immer mal wieder gibt, weil auch solche Dienste sind ja oftmals jetzt über andere Webseiten und andere Services gelöst, dass es da Anbindungen gibt. Also wo es zum Beispiel auch relativ viele Anbindungen gibt, aber auch leider hauptsächlich eben in Amerika ist, jetzt habe ich den Namen vergessen, von diesen ganzen Billing-Systemen, die es dann da gibt und Buchhaltungssystemen, dass man quasi seine Order da reinpumpt, eine vernünftige Rechnung dann hat mit Steuerberechnung und dem ganzen Kram. Da gibt es eben eine ganze Menge Anbindungen schon. In Deutschland ist das noch ein bisschen mehr in den Kinderschuhen. Auch letztendlich, weil die Deutschen sich natürlich ein bisschen schwerer tun, dass ich ihre Buchhaltung, ihre Geschichten quasi online zu haben und womöglich dann noch von außen über eine API befüllen zu lassen und so. Aber ab einer gewissen Größenordnung, wenn ich hunderte von Bestellungen, hunderte von auch Kleinstbestellungen womöglich am Tag habe, macht das natürlich Sinn, ne, dass solche Sachen automatisiert laufen. Was wiederum was ganz anderes ist, wenn die Anbindung an die lokale Warenwirtschaft. Also da gibt es ja zwei Probleme, nicht nur das Shop-System, sondern auch die Warenwirtschaft. Also die Warenwirtschaft muss es erstmal können und muss irgendwo eine Schnittstelle oder ein Format zur Verfügung stellen. Da gibt es auch leider nichts Einheitliches. Also sprich, also auch da gibt es Anpassungsbedarf, was aber auch die Systeme nicht großartig unterscheidet, weil man da sowieso meistens auf die Datenbank geht. Das heißt, man exportiert die Daten vom Shop aus der Datenbank in die Schnittstelle des Warenwirtschaftssystems. Bridges nennt man die Integration von Fremdsystemen, also von Standalone-Systemen in Joomla. Also das heißt, ich habe ein Shop-System, das heißt dann shop.meinedomain.de, was auch immer, da läuft dann irgendwie ein Shopware oder ein Magento oder was weiß ich was drauf. Und ich habe dann meinedomain.de, wo dann meine Image-Seite von der Firma ist, wo ich aber gerne Dinge einfach mit Angebote, was weiß ich, Top 10 Products oder was auch immer mit integrieren möchte oder auch die Nutzer drin haben möchte, dass sie vielleicht in meinem Joomla dann irgendwie Fragen stellen können oder ein Helpdesk Extension oder was auch immer, was ich dann im Joomla habe. Das machen die Bridges. Die verbinden mich quasi mit einem externen System. Das kann eben von kleinen Verbindungen sein, wie ich möchte nur in einem Modul irgendwie ein paar Daten aus dem Shop anzeigen, bis hin tatsächlich komplette Datenanbindung. Ich habe die gleiche Userbase, ich kann Contents austauschen, ich greife auf die gleichen Snippets und was auch immer zu. Da gibt es eben ganz, ganz unterschiedliche. Eine der bekanntesten ist sicherlich die Magento-Anbindung von Jirio oder wie die auch immer ausgesprochen wird. Die gibt es schon sehr lange und die ist auch sehr gut. Bei Bridges muss man sich natürlich immer bewusst sein, dass man drei Systeme hat, die zusammenarbeiten müssen. Sprich, ich habe ein Shop-System, ich habe ein Joomla und ich habe eine Bridge. Wenn irgendeins von den dreien abgedatet wird, weil es eine Sicherheitslücke gab und eins von den anderen beiden dieses Update noch nicht mitgemacht hat, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich entweder mit der Sicherheitslücke leben, weil ich da noch nicht updaten kann, oder ich habe meine Verbindung für die Zeit verloren, wo eins von den anderen beiden dieses Update noch nicht mitgemacht hat. Das ist tatsächlich ein großes Problem. Da muss man wirklich relativ viel Vertrauen zu dem Hersteller der Bridge haben oder zu dem Programmierer, der es gemacht hat. Und das sehe ich eigentlich als den größten und Hauptnachteil dieser Bridges. Vorteil ist natürlich, ich habe so ein Best of Both Worlds. Ich habe ein Standalone Shopping Cart System, was nur dafür entwickelt worden ist, zu verkaufen. Und ich habe ein Joomla, wo ich alles andere Tolle mitmachen kann. Wie gesagt, das ist auch wieder so eine Sache, wo man selber entscheiden muss, wie kann ich damit leben. Wenn ich selber einen Programmierer an der Hand habe, der zur Not eingreifen kann und was weiß ich, die zwei Zeilen, die in der Bridge vielleicht geändert werden müssen, schnell mal eben mit anpassen kann, dann ist das sicherlich kein so großes Argument. Aber wenn ich quasi mehr oder weniger alleine davor stehe und trotzdem von dem Shop lebe, irgendwie kann das schon mal ein Problem sein, wenn dadurch vielleicht zwei, drei Tage so ein Shop offline ist.
Ja, die Erkenntnis ist nicht ganz einfach, finde ich. Es gibt viel und ja, man weiß nicht so richtig, was eigentlich jetzt das Richtige oder Perfekte ist. Wie gesagt, meines Erachtens steht und fällt ganz viel mit der Vorbereitung. Wenn man seine Anforderungen nicht kennt, kann man keine Extensions ausschließen. Wenn man keine Extensions ausschließen kann, verzettelt man sich. So, das ist eigentlich das Hauptproblem. Aber wenn man relativ genau weiß, was man erreichen möchte, was auch seine Key Facts sind, wie man sich von seinem Wettbewerber abheben können muss, dann wird man doch auf eine Handvoll Extensions kommen, die das leisten können, zumindest vordergründig leisten können. Und dann muss man eben ans Eingemachte gehen und tatsächlich gucken, kann es das, was es verspricht und das, was ich auch da mir erhoffe. Und das kann einem leider keiner abnehmen. Das ist das große Problem. Und da gibt es eben natürlich, bei kleinen Systemen kann man das relativ schnell sehen. Geht man in die Administration rein und sagt, okay, ach shit, ich kann hier gar kein Shipping konfigurieren, ich kann gar keine Größen konfigurieren, ich kann gar keine Gewichte konfigurieren. Fällt raus, weg. Bei anderen Systemen, wie die genannten Mijo, Hika, Virtuomart und RedShop und so weiter, da ist es eine ganze Ecke schwieriger zu erkennen, kann es das. Weil auf den ersten Blick können sie es. So. Und dann liegt aber wie immer und überall der Teufel im Detail. Und das macht einen dann manchmal fertig. Und das verschiebt dann auch gerne mal so einen Shop-Launch um 2-3 Wochen, weil ja, einfach Sachen, wo man gedacht hat, alles klar ist da drin, müssen dann doch irgendwie bearbeitet werden. Was ich nur immer wieder runterbeten kann, und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Schlusswort, wenn jetzt gleich natürlich noch Fragen kommen können, ein Shop kann nicht flexibel genug sein. So, das ist eigentlich das, was ich mache das jetzt ja schon fast 10 Jahre, Shop-Systeme. Es gibt nichts, was der Kunde nicht will, und es gibt nichts, was man nicht anpassen können muss. Weil es ist völlig klar, wenn ich ein Shop-System betreibe, und ich bin heute längst nicht mehr der Einzige, der einen Online-Shop betreibt, dann gibt es 5 Leute, die irgendwie, keine Ahnung, durchgeschnittene Croissants verkaufen. So, und ich muss mir jetzt überlegen, wenn ich jetzt auf den Markt will mit durchgeschnittenen Croissants, wie kann ich mich abheben von den Leuten, die das sowieso schon machen? Und ich muss irgendwas haben, was ich toller, besser, schöner, knackiger, was auch immer mache. Und das muss ich mit dem Shop-System abbilden können. 0815 kann jeder. Aber mit 0815 komme ich nicht nach vorn. Dann geht es über den Preis. Gut, das will ja auch keiner so richtig. Deswegen kann ich immer nur sagen, Flexibilität ist das Höchste. Wenn ich mir ein Shop-System angucke und ich habe eine riesige Datei, wo alle Views rauskommen und so weiter und so fort, dann kann ich mir sagen, okay, ich brauche nur an einer Stelle zu suchen, aber wenn ich etwas ändern will, dann verändere ich auch den Core und habe ein Problem. Das ist übrigens auch einer der wichtigen Punkte. Ganz viele Shop-Systeme können nicht upgedatet werden, also die von laufenden Shop-Systemen, weil bei der Integration der vorhandene Code geändert wurde. Das ist eben dieser Anforderung geschuldet, der Flexibilität. Oftmals kommt man nicht weiter. Und ich als Programmierer oder als Agentur oder was auch immer, habe eine Kundenanforderung und stehe da wie ein Ochs vom Berg und sage, scheiße, das findet in diesen 50 Zeilen Code statt und ich komme von außen nicht ran. Also muss ich in diese 50 Zeilen Code rein. Hm? Idealvorstellung. Früher hat man ja, als das mit PHP diesen ganzen Shops losging, auch anders geupdatet. Der wurde gepatcht, das war klar. Ja. Und diese Shops, ich glaube, man kann einfach nicht davon ausgehen, wie bei Joomla, diese Ideologie, man kann einfach nur auf Geld drücken, Update ist drin, sondern man muss anders, man muss vorgehen, man muss gucken, hat sich was geändert, das muss jemand machen, der hat Ahnung. Also man braucht immer diese Professionalität, ja. Und wenn die nicht da ist, sollte man keinen Shop betreiben. Und viele gehen halt dann, ja, ich mache mal einen Shop, ja. Und es darf nichts kosten. Ich glaube, diese Voraussetzungen, die müssen auch da sein. Und diese auch gleich zu prüfen, ist das nicht zu, geht da jemand was Wasser, sage ich mal. Genau. Also das sage ich auch immer wieder gern, das ist jetzt zwar heute jetzt nicht das Thema, aber ich kann meinen Lieblingssatz da ja nochmal sagen. Wenn ich ein Shop-System betreibe, dann geht es um Verträge und um Geld. Und wenn es um Verträge und um Geld geht, dann verstehen viele Leute einfach keinen Spaß. Und wenn ich da Mist baue, dann komme ich in Teufelsküche. So, und das muss man einfach immer wieder bedenken. Das ist nicht einfach so, ich stelle eine Spaß-Webseite ins Netz und was weiß ich was, wenn da irgendwie, keine Ahnung, die Bilder verrutschen, dann macht es mir nichts aus, fixe ich nächste Woche. Wenn im Shop-System die Bilder verrutschen und plötzlich das ein anderes Bild für den Kunden erkenntlich als Produktbild dasteht, dann hat er das Recht, dass dieses Produkt so aussieht. So,
natürlich kann man immer sagen, ja, ist ein Fehler gewesen. Aber in erster Linie, und es passiert ja auch leider immer wieder, dass dann Leute vor Gericht ziehen wegen so einem Scheiß. Also, Entschuldigung. Aber, ja, und die kriegen dann auch oft recht. So, und das ist einfach, Shop ist kein Spaß. So, das ist, ein Shop ist Arbeit, ist Verträge, ist rechtliches Zeug, was man beachten muss und so weiter und so fort. Also da kann man nicht mal eben, ich probiere was aus oder so, sondern da ist auch ein Update, es muss einem gewissen Prozess folgen. Das heißt, ich habe ein Testsystem, wo ich ein Update installiere, wo ich gucke, läuft noch alles, passiert noch alles so, wie ich mir das vorstelle und so weiter. Und das ist eben, um wieder zu dem Punkt zurückzukommen mit der Flexibilität, früher Virtual-Mart-Shops wurden aufgesetzt und nie wieder angefasst, also was Virtual-Mart-Updates betrifft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss einfach wirklich gucken, kriege ich das, was ich haben möchte, möglichst mit standardkonformen Methoden hin. Weil wir wissen, ich meine, gut, wir sind nicht Sony, die jetzt da, was ich, 1,x Millionen Play Store oder PlayStation Accounts da irgendwie gehackt kriegen, aber trotzdem, für einen Shop ist es natürlich tödlich, wenn der gehackt wird und da plötzlich zerhackte türkische oder kurdische Kinder auf der Startseite sind oder irgendwie dann doch die Kundendaten irgendwo rumfliegen oder sowas. Das ist tödlich, dann kann man einpacken. So, gerade als kleiner Shopbetreiber kann man nur hoffen, dass die Leute schnell vergessen. Oder aber wie gesagt, das ist eben das Problem. Wir müssen updaten, wie Brian eben auch klar gesagt hat. Also updaten ist, die Seite muss aktuell gehalten werden. Und je mehr ich gezwungen bin, am Core zu ändern eines Systems, desto weniger kann ich updaten. Ich kenne es ja bei mir selber. Ich habe es toll dokumentiert, die 5 Punkte, die ich da irgendwo ändern musste. Habe ich ganz toll dokumentiert. So, nach 2 Wochen, war das wirklich so und warum war das nochmal? Und brauche ich doch nochmal 1 Stunde, um mir anzugucken, wie ich das jetzt machen muss fürs Update. So, das ist einfach so. Und deswegen so viel Flexibilität im System wie möglich. Deswegen, wie gesagt, auch meine Sympathie für diese CCKs oder für die Joomla-Anbindung, weil man dadurch die ganze Flexibilität von Joomla eben mitnutzen kann. Und und man auch zukünftige Anforderungen, weil die Wünsche und Anforderungen wandeln sich ja auch im Laufe der Zeit mit dem Betrieb des Shops. Hm? 2 Fragen. Kannst du eine Empfehlung aussprechen für einen besonders kleinen Shop, also für bis zu 20 Artikel, in meinem Fall sind Bücher? Und die 2. Frage ist, kennst du eine Komponente, die du empfehlen würdest zum Thema Vermietung von Booten zum Beispiel, auf Stundenbasis? Nicht auf Zimmerbasis für tageweise, sondern für Stundenbasis. Also für so, wie gesagt, kleinere Shops, 20 Produkte, feststehende Preise und so weiter, ein Steuersatz und so, da würde ich dann tatsächlich auf so eine Joomla-Content-Geschichte wie J2Store, da gibt es auch ein lustiges Video von Brian im Netz, ja. Irgendwie, was weiß ich, Online-Shop in 2 Stunden oder irgendwie sowas, das ist ganz witzig. Das macht Sinn, also das ist relativ einfach, ich habe nicht, genau. Ja, und ich hab ja keine großartigen Datenanforderungen, was weiß ich habe eine Buchbeschreibung, einen Autor, gut, ob ich danach suchen will und so weiter. Können wir mal eine Stunde skypen, ja. Weil ich den einsetze. Nein. Okay, und das zweite war, weiß ich nicht. Habe ich im Moment nichts jetzt aus dem Handgelenk. Ja, weitere Fragen? Also, es ist ja immer die Frage, ich sag's mal kurz fürs Video. Also, die Frage war, ob es Shop-Systeme gibt, die das RMA-System, also Retourenmanagement und so weiter, integrieren. Das Problem ist immer, wie bei jeder Software, kann die Software, verschiedene Mehrwertsteuersätze? Ja, kann sie. So. Das heißt in Kanada nichts. Weil in Kanada sind so viele scheiß Mehrwertsteuersätze, da reicht es einfach nicht, mit mehr Mehrwertsteuersätzen zu hantieren. Wenn ich jetzt sage, kann ein System RMA, dann gibt es einige, die sagen ja. Aber das ist dann nichts anderes, als da wird eine Nummer generiert, die dem Kunden per E-Mail zugeschickt wird, die er auf sein Paket schreiben muss. Da ist kein Workflow dahinter, da ist kein System dahinter, keine Eingangskontrolle, was auch immer, keine Rückverbuchung.
Das sind alles Sachen, die man in einem professionellen RMA-System, je nachdem auch, was das für Produkte sind. Es gibt Produkte, die muss ich erstmal in einen Konsilar oder in so ein Zwischenlager, was abgeschottet ist, wenn ich ISO 9000 zertifiziert bin, muss ich diese Sachen in einem abgeschotteten Bereich sozusagen zwischenlagern. Das sind alles Sachen, die nicht können. Das heißt also, wenn einer sagt, ich kann RMA, ist es Quatsch, weil dafür gibt es ganz spezielle Systeme. Und wenn man sich zum Beispiel bei SAP RMA-Systeme anguckt, da ist die Bandbreite von ich schicke dir eine Retourennummer bis hin zu sowas ist natürlich sehr groß. Und auch da ist es so, meistens liegt denn da auch wieder der Teufel im Detail. Ich habe meine speziellen eigenen Anforderungen, ich habe bestimmte Abkommen mit Lieferanten, ich habe, was weiß ich, eine 1% Rückvergütung pro Jahr, dass ich mich selber um den Kram kümmere oder ich schicke es direkt zurück mit dem Lieferanten. Da gibt es tausend Sachen, die von Shop zu Shop oder von Händler zu Händler eben unterschiedlich sein können, dass da, wie gesagt, in der Regel dann auch eine Individualisierung leider sein muss. Eine ganz kurze Frage, wie ist eigentlich ein Konfigurator, E-Commerce-Shop zu tun, einen Konfigurator, um Produkte auszuwählen, zu kombinieren und dann quasi zu vermarkten? So eine Empfehlung da, ansehen kannst du? Jein. Das gibt auch da unterschiedliche Sachen, kommt auch immer wieder auf das Produkt an. Also, es gibt einige Extensions auch für Virtualmart und HikaShop. HikaShop hat, glaube ich, auch so eine Drill-Down-Suche eingebaut. Aber meistens kommt das eben auf die Produkte an, weil du musst dann ja meistens auch Sachen, Verknüpfungen irgendwie herstellen können. Sprich, du hast einen PC-Konfigurator, sagst du, okay, wenn ich dieses Gehäuse wähle, kann ich nicht die Grafikkarte nehmen, ja, genau, weil die ist dreimal so groß wie das Gehäuse. So, ne? Das und mit der Flexibilität, ja. Jetzt aus dem Handgelenk nicht, aber kann ich, ja, genau. Ja, weitere Fragen? Nee. Dann vielen Dank erstmal. Ich hoffe, trotz meiner...